Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe gerade bei Mangal Döner Lukas Podolski in Köln am, wie hieß dieser Hof nochmal? Heumarkt. Heumarkt, so war's. Wir waren nämlich auf der ISM gerade, der größten Süßigkeitenmesse der Welt. Und jetzt haben wir Hunger, wir sind nämlich raus und wollen uns jetzt hier mal einen dieser berühmten Döner holen. Sehr gut bewertet, 4,7. Lukas Podolski macht hier auch Eis, zum Beispiel in Dortmund, wo ich eigentlich herkomme, haben wir so Eisdiele aufgemacht, also Ice Cream United Filiale. Mit dem Großkreuz wohlgemerkt zusammen. Hier jetzt eben, womit er, glaube ich, angefangen hatte mit Döner, meine ich. Wir hatten auch schon mal den fertigen Döner aus dem Theke, also das Dönerfleisch getestet. Hier jetzt eben frisch mal den Döner hier testen und viel Spaß euch dabei. So, hier jetzt einmal ein Blick auf unsere Döner. Sieht soweit gut aus. Ist jetzt Hähnchendöner wohlgemerkt. Ich habe jetzt Knoblauchsoße, scharfe Soße genommen. 7,90 Euro oder sogar ein bisschen mehr wegen dem Schafskäse, glaube ich, bezahlt. Ich bin aber nicht ganz sicher, weil er hat extra gefragt. Extra Käse steht, was kostet der? 1 Euro. Schafskäse 1 Euro, also 8,90 Euro für den Döner. Oh, das ist ein heftiger Preis. Hoffentlich ist er auch gut. Personal ist jetzt nicht sehr freundlich gewesen, aber okay. Brot angetoastet. Sieht irgendwie so ein bisschen besser aus, finde ich, sieht das Brot als bei manch anderen Dönerbuden, aber insgesamt ist es, glaube ich, auch kein Döner, weil da steht nämlich nur Poldi Sandwich, sonst würde da Döner stehen. Drehspieß steht aber irgendwie auch nicht, ja, ich weiß nicht, aber soweit sieht es schon mal ganz gut aus. Dann wollen wir mal sehen. Es ist mit einer Hand ein bisschen schwierig, mit der anderen Hand muss ich mir Gimbal festhalten, dass einem das hier bei all dem Trubel in Köln nicht einfach abgezogen wird. Also heiß ist das Fleisch schon mal nicht, es ist lauwarm, aber schön würzig. Ist auch gut was drauf, da kann man nicht meckern. Gut Salat drin, gut Fleisch. Kann man hier das Brot noch mal ein bisschen sehen. So ein bisschen Sesam dran. Oh, hier. Das ist ganz schön. Mal das Brot vorprobieren. Ein bisschen hart schon. Wobei, vielleicht war es die falsche Stelle. Nee. War eine blöde Ecke. Also es ist frisch, ist gut. Könnte ein bisschen knuspriger sein für meinen Geschmack. Der Salat ist auch knackig. Und auch Schafskäse für 1 Euro ist jetzt auch, glaube ich, halbwegs gut drauf. Bisher noch nicht so scharf. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Was ich übrigens gerade vielleicht noch nicht erwähnt habe, ist, dass ich Hähnchendöner genommen habe, weil ich einfach Hähnchendöner lieber esse. Scharf ist hier übrigens gar nichts. Also ich finde das überhaupt nicht scharf. Das kann selbst, glaube ich, jemand essen, der nicht gerne scharf ist, weil das einfach gar nicht scharf ist. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch hätte sagen können, extra scharf, aber ich habe ja vorher gesagt, also wenn ich sage scharfe Soße, dann erwarte ich irgendwie, dass es scharf ist, aber es ist halt gar nicht scharf. Ansonsten bisher wirklich gut, aber auch jetzt nichts, wo ich mir denke, boah, ich fliege hier gerade weg. So, Fazit hier jetzt, hat mir gut geschmeckt, aber ehrlich gesagt, vielleicht nur ein bisschen besser als der standard normal leckere Döner, den ich auch bei mir in Dortmund bekomme, bei irgendeiner Dönerbude, die ist jetzt nicht völlig versaut. Wie gesagt, ich finde, das Fleisch hätte ein bisschen heißer sein können, es hätte auch ein bisschen mehr angeröstet sein können, was vielleicht daran liegt, dass dann direkt vor mir jemand, was das direkt vor mir runtergezogen wurde, das frisch angeröstete. Trotzdem war es, wie gesagt, war ein leckerer Döner, überhaupt nichts dran zu meckern, würde ich auch wieder hingehen. Nur wenn ich jetzt die Option habe, halt zum Beispiel bei mir in Dortmund gibt es halt 1, 2 Buden, wo ich sage, hey, das schmeckt besser, dann würde ich halt theoretisch da als erstes hingehen. Ich meine, das ist jetzt hier, ich glaube, es war doch die andere Richtung gehen, oder war es hier? Ich weiß es gerade. Nee, ist doch richtig. Ist doch richtig. Was wollte ich sagen? Also hier ist natürlich auch Kölner Preis, deswegen vielleicht nochmal 2 Euro teurer als in Dortmund, aber jetzt hier auch dann für die 8 oder 9 Euro, was das jetzt war mit Schafskäse, finde ich es dann auch ein bisschen too much für das, was mir geschmacklich geboten wurde. Aber wie gesagt, an sich jetzt kein schlechter Döner, aber ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Mal gucken, was meine Freundin sagt. So, da halte ich jetzt mal das Mikrofon hin. Was sagst du? Ich fand es lecker. Für den Aufpreis hätte ein bisschen mehr Käse in meinem sein können. Okay. Aber wie viele Punkte? Die scharfe Soße hätte ein bisschen schärfer sein können. Genau, das war wirklich schade. Also scharf war da gar nichts. 1 bis 10 Punkte. Ich würde so
7,5 geben. Ich würde auch, ja, doch, passt. Ja? Okay, so viel zu Mangaldöner, Lukas Podolski Hähnchendöner oder Hähnchendrehspieß oder was auch immer. Und wenn ihr schon mal hier wart, schreibt mir auch meine gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.